Let's count our time. Floppy disk delirium. Commodore C64. Let's count our time. Enjoy my channel and have fun. Floppy disk delirium. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Floppy Discovery mit Tomaniac. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Und ich greife mal wieder, wie immer, in die Box mit Floppies. Und es ist hier in dieser Box nicht mehr so viel vorhanden. Irgendwann ist da nur noch eine Disk drin. Und ich greife hier rein, ohne zu wissen, was wir da haben. Und ich lege das mal an eine Seite. Und wir schauen mal, ob das wirklich das ist, was ich hier lese. Legen wir es mal ein. Und drücken wir mal so aufs Inhaltsverzeichnis. Und da sehen wir Maniac Mansion. This is a German version. Okay, dann laden wir das doch mal. Und wollen mal gucken, ob das so funktioniert. Wenn, dann werde ich da aber nur mal so kurz reingehen. Run, okay. Schauen wir mal, ob es so läuft. Beastie Boys. The number one in Germany proudly presents Maniac Mansion in German. Beastie Boys, number one in Germany. Ich kann mich an die irgendwie gar nicht so erinnern. Wollen mal kicken, ne? Zwischendurch ein bisschen Energy tanken. Schau mal, ob das läuft. Wenn es läuft, dann werde ich es sicher behalten. Aber jetzt richtig groß das Zocken habe ich eigentlich nicht unbedingt vor. So. Da können wir ein paar Leute aussuchen. Ne? Wir spielen mal einfach so 2, 3, 4, 5 Minuten rein. Nicht mit dem Joystick anscheinend. Also mit Joystick in Port 1. Da ist mein Competition Pro dran. Das klackert jetzt heute wieder ein bisschen. Nehmen wir den da. Dave, Sandys Freund und Organisator. Der Rettungsaktion. Sid, ein aufstrebender Musiker. Nehmen wir noch mit. Hier, das Mädel. Versucht, eine New Wave Band aufzumachen. Mhm. Razor, Sängerin der Punkband. Razor und die Skamets. Okay. Ich weiß nicht, wie viele wir so dürfen hier. Nehmen wir noch die Brille da. Ich bin ja in meinem Alltag auch Brillenträger, zumindest auf der Arbeit. Bernhard, Präsident des Physikclubs. Okay. Und Gewinner des Schuldeppenpreises. Ah, den kann man gar nicht nehmen. Ja, ist egal. Also man kann nur drei Leute aussuchen. Ey, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Also, pff. Dekaden, Äonen. 30 Jahre lang nicht mehr gefühlt. Könnte auch wirklich so sein. Vor genau 20 Jahren. Schauen wir zumindest das Intro mal noch an. Bäm. Eine Lucasfilm-Produktion. Entworfen und geschrieben von Ron Gilbert und Gary Winnick. Ich fand das damals richtig geil. Aber ich glaube, ich musste das am Ende bin ich irgendwie nicht weitergekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es durchgespielt habe. Ich glaube ja. Allerdings am Ende, glaube ich, nur mit Hilfe einer Lösung aus irgendeiner Zeitschrift, die damals so kursierten, als das Internet ja noch nicht so gang und gäbe war. Ne? Da musste man ja Zeitschriften kaufen, wo jemand seine Lösungen eingeschickt hat. Das ist
ist auch so ein Running Gag, ne? War das da, wo man die Kettensäge zwar fand, aber kein Benzin? Seite 2 einlegen und Knopf drücken, dann sehe ich auch direkt, ob das funzt. Drücken wir den Knopf. Und schau mal, ob es noch läuft. Ja, cool. Wenn ja, dann bleibt das definitiv in meiner Sammlung. Das ist ein Stück Videospielgeschichte. Ich meine, hey, also ich denke mal, so ziemlich jeder, der einen C64 hatte, hat sicher irgendwann mal das Spiel gespielt. Und wenn nicht bei sich zu Hause, dann irgendwo bei einem Kumpel. Gebt zu. Also ich kann mir jetzt kaum einen vorstellen, an dem das Spiel total vorbeigegangen ist und der es nicht wenigstens mal angezockt hätte. Ich bin sicher, dass Dr. Fred Sandy in dieses Haus geschleppt hat. Kann man das eigentlich beschleunigen per Knopfdruck? Unser Job sieht daraus zu sein. Ja, so nicht, ne? Das könnte gefährlich werden. Nee, also, wenn jemand aussteigen möchte. Ich hörte, Dr. Fred sei ganz süß. Auf geht's. Jawohl. Ja, retten wir Sandy. Gehe zu, drücke, nimm, öffne und so weiter. Die üblichen Befehle, die man zusammen verknüpfen kann. Hier ist ja zum Beispiel ein Schild, aber da steht nichts weiter, ne? Gehe zu, dann gehe zu Schild, okay. Jetzt können wir mal nehmen, Leseschild. Genau. Warnung, Eindringlinge werden schrecklichst verstümmelt. Gehe zu. Ich hoffe, die Gefolgsleute kommen automatisch mit in dem Moment und man muss sie nicht alle von Hand jetzt davon vor dem Schild noch bis vor die Haustür zerren. Oh nein, sag nicht, das muss doch so. Dann geh mal weiter. Renn, lauf, geh. Dann geht automatisch die Treppe hoch und stellt sich dann wohin? Wo gehst du hin? Ich glaube, mit Person kann ich dann. Ah, mit Person kann ich dann die Leute wechseln. Das ist halt so ein bisschen jetzt umständlich, ne? Jetzt muss man hier jeden Einzelnen, weil man kann die nicht zusammenziehen, dass alle zusammen laufen. Heino. Wir gucken auf jeden Fall mal, dass wir wenigstens ins Haus reinkommen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass unter der Fußmatte ein Schlüssel war. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das ist doch schon alles so lange her. Warte mal, wir können ja mal gucken. Benutze, öffne, nimm, drücke, ziehe, was ist? Was heißt denn, was ist? Was ist? Türmatte. Was ist Türmatte? Nimm Türmatte, genau. Und ich wette, da ist ein Schlüssel drunter. Da ist er tatsächlich. Das habe ich tatsächlich noch in Erinnerung. Ich fasse es nicht. Jetzt muss man den Schlüssel irgendwie. Man sieht den Schlüssel doch, aber denkst du, er kann ihn da sehen? Also der kann ihn da aufheben? Nimm Schlüssel. Schließe auf. Haustür mit. Schlüssel. Da passiert was. Die Tür ist auf. Dann holen wir mal alle her. So, Mädel, komm. Dü-lü-dü-dü-dü.
Ja, lecker das Zeug. So. Also. Wer geht vor? Gibt es eigentlich da links noch irgendwas zu erkunden? Bevor wir reingehen. Hier zum Beispiel dieses Kellerfenster oder was es sein soll. Gehe zu Büsche. Ah. Gucken, ob man da irgendwas machen kann. Drücke Büsche. Ich kann das nicht bewegen. Ziehe Büsche. Na, guck mal da. Öffne Gitter. Zugerostet. Ich habe nicht genug Kraft. Ziehe Gitter. Also die kann es nicht, aber vielleicht kann es ja jemand anders. Dann geh mal dahin. Vielleicht kann es ja einer von den Männern. Person. Dave. Das sieht ja doch irgendwie verdächtig aus. Ziehe Gitter. Vielleicht kannst du es ja. Zugerüstet, ich habe nicht genug Kraft. Wahrscheinlich kann das keiner von denen. Das ist jetzt die Frage, ne? Ja, dann geh du mal da hoch. Hoch, nicht rein. Na schön, jetzt sind wir drin. Ob das so eine gute Idee war? Wie kann man denn... Was ist Standuhr? Nee, das kann er nicht. Gehe zu Standuhr. Öffne Standuhr. Scheint sich nicht zu öffnen. Ziehe Standuhr. Fällt dir gleich um. Ich kann das nicht bewegen. Benutze Standuhr. Wir sind hier einfach so in einem fremden Haus, ne? Oh Mann, hoffentlich ist das keine... Wer weiß, was da passiert. Ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern. Aber es ist spaßig. Es ist jetzt schon wieder spannend irgendwie. Aber ich wollte gleich noch gucken, was wir hier noch so haben. Wir sind in der Küche. Da war eine Taschenlampe. Aber irgendwas passiert jetzt. Kriegt da jemand Wind davon, dass wir im Haus sind? Na, Kleines, amüsierst du dich gut? In einigen Minuten ist alles vorbei. Ich schließe dich an meine Maschine an. Was passiert dann? Und die saugt dein süßes Hirn raus, oh Gott. Damit kommen sie niemals durch. Dave wird mich retten. Sie und der Meteor können Schleim fressen. Das glaubt sie. Hehehe. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja,
Ich habe da eine Taschenlampe gesehen. Nimm Taschenlampe. Was ist hier noch? Öffne Mikrowellenherd. Da war doch was mit einem Hamster, oder? Oh ja, hier die Kettensäge, aber das war irgendwie dieser Running Gag. Ich meine, wer hatte eine Kettensäge als Küchenutensil? Ich kann die tatsächlich mitnehmen. Nimm sehr stumpfe Messer. Na, sowas an der Wand festgeklebt. Hä? Öffne. Kann man hier die Schranktür noch öffnen irgendwie? Öffne Herd. Ich würde die Mikrowelle benutzen. Ja, du. Was ist das hier alles für Blut an der Wand? Oh, Scheiße. Möchtest du was zu essen? Komm zu mir. Ich hab dich. Oh, fuck. Ich glaub, das war keine gute Idee. Scheiße, ist jetzt Game Over? Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Scheiße. Ich würde sagen, das war keine gute Idee. Da ist jemand schon länger hier. Was ist Skelett? Oh, was passiert jetzt? Da lädt er nichts nach. Nimm Skelett. Ich frage mich, ob ich ihn kenne. Ich habe ja nicht wirklich irgendwelche Utensilien dabei, mit denen ich hier irgendwas machen kann, ne? Geh zu oberes Vorhängeschloss. Secret Lab. Oh Gott. Geh zur äußeren Tür. Hier gibt es nur Kette. Vergitterte Fenster. Ja, das kann ich doch nicht. Da kann ich doch nichts machen. Ich wüsste nicht, wie oder was. Ja, das glaube ich schon, dass das nicht geht. So komme ich hier nicht weiter. Kerzenhalter. Ziehe am Kerzenhalter. Das nicht bewegen. Ja, ich glaube, so komme ich hier nicht raus. Wahrscheinlich müssten wir dann mit einem der anderen Personen ihn jetzt befreien. Ich weiß aber auch dummerweise nicht, wo ich eingesperrt bin. Das war dann jetzt wohl nicht die beste Idee, erst in die Küche zu gehen, ne? Tja. Gehen wir mit dem noch ein paar Schritte und dann würde ich sagen, probieren wir noch ein zweites. Bin mal gespannt, ob ich hier gleich als nächstes gefangen werde. Man muss sich wahrscheinlich alles genau merken. Hier ist kein Türknauf. Gucken wir mal, was wir da noch haben. Ob wir da gleich als nächstes gefangen werden.
nur mal noch kurz, was hier ist. Schlafzimmer. Sowas wie untersuchen geht nicht. Nur aus, ein. Drücke, ziehe, gebe, gehe zu. Ja, das ist was ist. Gehe zu uraltes Radio. Schranktür. Was findet sich im Schrank? Was ist das? Kassettenspieler. Nimm Schranktür. Nimm Kassettenspieler. Ich kann das nicht aufheben. Benutze Kassettenspieler. Mit uraltes Radio. Ich glaube, das geht nicht. Nein, guck mich nur komisch an. Ein. Und vielleicht muss ich dann jetzt gleich ganz schnell verschwinden. Das rauscht nur. Kann ich den Kassettenspieler auch einschalten? Ein Kassettenspieler. Da ist keine Kassette. Aus. Uraltes Radio. Geh zu Fenster. Öffne Fenster. Geht nicht. Benutze Sofa. Scheint nicht zu funktionieren. Was ist das? Irgendwie habe ich das ganz dumme Gefühl, dass hier gleich der nächste gefangen ist. Und das war es dann fast. Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist alles so lange her. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Das ist, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Zappenduster hier. Dummerweise habe ich keine Taschenlampe. Wahrscheinlich stürze ich gleich noch irgendwo rein. Ich kann ja überhaupt nichts sehen. Geh zur Treppe. Treppe außer Betrieb. Ich gehe lieber wieder zurück. Weil ich das Gefühl habe, nachher stürze ich noch irgendwo runter und bin tot. Hier kann ich nicht. Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Okay. Gibt es eigentlich hier irgendwie auch ein Speichermenü? Wenn ich das mal wüsste. Nee. Oder kann man das dann irgendwie... Weil ich dachte, man könnte ja auch irgendwo laden und speichern. Sieht aber hier jetzt nicht so aus. Pause zum Weiterspielen, Leertaste. Oder speichert man mit den F-Tasten irgendwie? F1, was passiert jetzt mit F1? Gucken, was er jetzt macht. Ach, sieht so aus, als ob man da dann... Was hat er denn jetzt gemacht? Lass mich raten. Wahrscheinlich kann man da mit F1 bis F3 oder so zwischen den einzelnen Charakteren wechseln. Ja, dann ist F5 ist dann wahrscheinlich das Mädel. Das kann sein. Die steht dann noch draußen. Tatsächlich, also damit wechselt man zwischen den Charakteren. Ich frage mich nur, kommt man hier irgendwie in das Menü zum Abspeichern? Was mit Escape? Nein. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja gut, ist auch egal. Werde ich bestimmt irgendwann herausfinden, wenn ich es dann mal noch zocken will. Das war zumindest jetzt mal ein kleiner Einblick in Maniac Mansion, die deutsche Version. Das finde ich noch ganz cool. Das bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Definitiv. So, da resetten wir einmal. Und jetzt sagen wir, nehmen uns noch ein zweites vor hier für diese Runde. Gucken wir mal, was wir da haben. Boah, die Disk sieht aber schon ziemlich mitgenommen aus. Die funktioniert. Ich bin ja skeptisch. Okay. Zeig mir mal das Inhaltsverzeichnis. Frau im Sessel, Pornos. Nein, wollen wir jetzt nicht sehen, ne? Was haben wir auf der Rückseite? Schweinkram! Witzball! Hey, wird das nochmal richtig eine geile Runde hier heute. Nicht nur Maniac Mansion ist ja schon sehr geil. Jetzt bin ich gespannt. Hoffen wir mal, dass es läuft. Oh, das wäre geil. Das wäre ein krönender Abschluss für diese Folge. Schon der Sound ist legendär. Ihr hört da ja eine Remix-Version. Jedes Mal, wenn ich in letzter Zeit Pickup-Videos oder Vlogs gemacht habe, dann läuft der Witzball-Team im Hintergrund. Nee, das haut so nicht hin. Wahrscheinlich. Nee, das will so nicht. Warum? Weiß ich nicht, denn ich komme. Wie komme ich denn hier wieder raus? Lande ich immer wieder da. Ja, gut, dann hilft nur eins. Wir machen hier einen Normalstart. Das ist natürlich dann doof. Da muss ich nämlich auf die althergebrachte Art hier eingeben, weil wenn der Fastloader nicht aktiv ist, dann gehen die Schnelltastenbefehle auch nicht. Ja, oder muss ich da oben auf die 1 drücken? Das glaube ich aber nicht. Mal gucken. Oder ich muss auf Verkauf, muss mal gucken, was ich hier starten muss. Da muss ich auch einfach oben die 1 starten. Wenn das jetzt nicht laufen sollte. Dann fange ich einfach mal oben an. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die 1, 2, 3 da oben noch zu Witzball gehört. Jetzt lädt er natürlich deutlich länger. Da sieht man mal, wie schnell der eigentlich mit dem Fastloader vom Action Replay lädt. Das haut mächtig rein, ne? Mehr als zehnfach. Das ist krass. Jetzt haben wir hier gerade die normale Geschwindigkeit beim Laden. Das ist doch schon ein ziemlicher Unterschied. Ich hoffe, das ist jetzt nicht für nichts, weil da muss ich das doch nochmal versuchen, dann, indem ich das erste File auf der Disk starte. Wollen wir mal schauen. Wenn wir Pech haben, hat die Disk sowieso einen Schaden, weil die Oberfläche, die sieht nicht so dolle aus. Aber geil wäre es, wenn das Game trotzdem laufen würde. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Boah, lad mal ein Röntgen, ne? Boah, das dauert aber deutlich länger jetzt. Also wenn das wirklich um den Faktor 10 ist, dann ist es ja jetzt um den Faktor 10 langsamer. Ach du Scheiße. So war das damals, als man noch keine Fastloader-Cartridges hatte. Da haben wir echt so lange gewartet. Und stell dir das dann mal auf Tape vor, da dauert das 5 Minuten. Wobei das ja auch noch so ein Thema ist. Ich habe ja 2 Datasetten sogar. Und mittlerweile habe ich ja auch relativ viele Kassetten angesammelt.
Und ich möchte schon gerne mal irgendwann auch von Tape laden. Einfach weil ich da Bock drauf hab. Einfach weil ich den C64 liebe. Commodore. Und ja, so hat das alles bei mir angefangen. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als vorhin. Ob es nun aber auch läuft, werden wir gleich sehen. Na? Ich hoffe, er lädt sich nicht tot. Ich gebe ihm mal noch so eine Minute. Wenn sich bis dahin nichts tut, dann soll es vielleicht nicht sein. Dann wäre es aber schade, weil da hätte ich dann lieber gerne noch irgendwas gezeigt. Ja, und wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt in dem Moment, ne? Dann hätte ich es ja gerne mal gezockt noch. Also die rote Lampe leuchtet, sie blinkt nicht. Man hört den aber auch nicht unbedingt irgendwie laden. Ich merke, ich höre hier keinen Track- oder Sektorwechsel. Das hört man ja dann. Aber da ist nix. Jetzt ist gleich eine Minute durch. Sehr merkwürdig. Vielleicht hat die Disk wirklich einen Schaden auf der Magnetfläche vorne. Das kann alles schon mal vorkommen. Das ist jetzt live. Also ihr seht die Aufzeichnung, aber für mich ist es jetzt live. Und ihr kennt meine Videos. Ich schneide eigentlich so gut wie nie was. Und wenn ich was schneide, dann ist vielleicht kurz, weil der Akku irgendwie versagt hat oder weil der Frame Master rumgesponnen hat und ich muss dann da einfach einen Cut setzen. Aber davon abgesehen bleibt alles drin. Genauso wie Rülpsen und Furzen. Alles am Start. Ja, scheiße, jetzt sind aber schon 1,5 Minuten bald durch und nichts passiert hier. Das gefällt mir nicht. Ich werde jetzt einfach nochmal gucken, ob ich das erste File von der Disk geladen kriege. Aber vorher mache ich das hier leer. Ja. Nothing happens. Okay, ich zähle von 10 rückwärts. Wenn es dann nicht geht, dann Reset. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nö. Reset. Komm, dann versuch nochmal fast und lad einfach das erste File auf der Disk. Wenn wir Pech haben, ist das nüt. Das ist nüt. Und dann hatten wir ja noch. Da steht Verkauf. Tja, fuck off. Und wenn das nicht will, dann soll es wohl nicht sein, ne? Ran. Also, Whizball will nicht. Ich kann es natürlich jetzt noch ein einziges Mal versuchen, aber ich habe das Gefühl, dass. Das hängt mit der Disk zusammen. Run. Ja, so weit waren wir vorhin auch schon irgendwie. Was diesmal aber merkwürdig ist, ist. Der Run, das war. Aber jetzt geht's auf einmal. Huh. Oh, dieser Sound. Ich liebe dieses Spiel. Auch hier ist es wieder ein Spiel, welches ich zuletzt vor. Ey, das muss 20 Jahre oder länger her sein, dass ich's gezockt hab. Four Player? Was ist denn da der Unterschied? Press Space for Wiz-Tipps. One Player. Mal gucken, ob ich es noch irgendwie kann. Ich habe das gesuchtet damals. Es geht ja darum, Farben einzusammeln, um diese verschiedenen Planetenoberflächen einzufärben, weil irgendwie wurden ja die Farben geklaut oder sowas, ne? Und am Anfang kann man sich auch noch nicht wirklich gut kontrollieren. Schießen kann man schon, ja genau, gut. Und jetzt muss man halt sehen, dass man hier nirgendwo reinkracht. Oh, scheiße, ey. Das meinte ich. Konnte ich die Dinger eigentlich wegschießen? Es geht ja gut los. Kann ich eigentlich auch nach links? Wieso kann ich denn nur nach rechts schießen?
Hat das irgendeine Bewandtnis? Ah, ich kann auch nach links schießen, aber... Ja, man kann sich am Anfang noch nicht so wirklich gut kontrollieren. Hier komme ich auch nicht rein. Oh. Okay, das habe ich eingesammelt. Ah ja, dann konnte man da oben durch wiggeln aktivieren. Und jetzt kann ich mich, glaube ich, besser... Ja, jetzt kann ich mich besser kontrollieren. Oh, das war schon mal gut. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ah, darf ich jetzt auch schießen oder sowas? Ich weiß echt nicht mehr, was das alles war. Auf jeden Fall schon mal ganz gut, wenn man sich jetzt schon besser kontrollieren kann. Genau, und irgendwie konnte man diese Katze auch steuern. Ja, genau, wenn man den Feuerknopf gedrückt hält, dann kann man die steuern. Okay. Ich muss da echt wieder reinkommen. Ich glaube, genau, die musste man erst... Nein! Ah, shit! Die Tropfen muss man einsammeln. Beziehungsweise, ich glaube, das könnte man auch seine Cat machen lassen. Ja, der Sound ist einfach Hammer. Aber ich habe es überhaupt nicht mehr drauf. Es ist so lange her. Ich kann mich nicht mehr... Ich habe das... das ist Dekaden her, dass ich das zuletzt gezockt habe. Aber ich probiere es nochmal. Ich meine, jetzt haben wir so lange versucht, es zu laden. Jetzt wollen wir es auch nochmal ein bisschen zocken, ne? Ich liebe diesen Sound. Hammer. Ah. Ja, jetzt darf ich das nochmal machen. Wie gesagt, am Anfang kann man sich da noch nicht wirklich kontrollieren. Ich kann nur hoffen, in dem Moment, dass ich hier was erwisch. Ah, hier ist keiner von den Dingern. Oh, jo, jetzt muss er erstmal wieder rauskommen. So. Wow! Also, das ist essentiell wichtig, dass man sich hier schon mal besser kontrollieren kann. Aha. Ah, jetzt springe ich gar nicht mehr. Ja, wie geil ist das denn? Probieren wir es jetzt mal so. Das hört sich so an, als ob wir dann hiermit fertig werden. Ja. Cat hat was eingesammelt. Was ist das? Er sieht aus wie Gebisse. Oh, es geht auf den Ballerfinger. So. Ja, die ist nicht einfach. Boah, da sind noch mehr. Ich glaube, wenn ich alle Pfeile habe, dann ist das immer voll ausgerüstet. Ah, jetzt habe ich Dauer... Ja, mehr oder weniger. Also es ist ganz praktisch, wenn man dann mit Cat die Sachen einsammeln kann. So, das dauert nicht mehr lange, dann habe ich hier alles voller Rot. Ne? Ja, shit, verfehlt. Mal gucken, ob es hier in der Ecke noch mehr gibt. Sonst müssen wir durch eins dieser Löcher abtauchen in die nächste Welt. Hui, das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Oh, geiles Spiel. Aha, das heißt, das waren die letzten
Gegner, glaube ich, oder? Ja, von wegen. Gibt's immer noch genug. Boah. Sind hier noch Farben? Hier geht's richtig ab. Das Gefühl, in diesem Level wird's immer schwieriger. What? Ey, scheiße, du. Jetzt frage ich mich, ob ich hier nochmal irgendwann Farben krieg. Dass ich das Rot komplett voll machen kann. Boah. Da, ah, diese eine Kugel zum... Ja, da. Ich denke mal, jetzt bin ich voll mit Rot. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwie abtauchen kann. Oh, da haben wir irgendwie einen Glitch. Oh je. Der ist doch nicht, der ist abgeschmiert. Ah, da komme ich. Ich habe jetzt ein bisschen braun. Wie kommt das? Ah, das mischt sich zu braun, das Rot und das Grüne. Es ist wirklich, es ist und bleibt ein richtig geiles Spiel. Auch wenn ich jetzt erstmal wieder da reinkommen muss nach so vielen Jahren. Das macht immer noch richtig Laune. Und ich finde es cool, dass es läuft. Ich weiß zwar nicht, warum ich leider so ein Grafik-Glitch drin hatte jetzt beim Abtauchen ins Level. Was? Ja. Schmeiß mich raus. Ich kann mich noch nicht bewegen. Ich muss warten, bis das Rohr weg ist. Das ist natürlich jetzt bitter. Man verliert wirklich alles, ne? Man muss... Oh! Also die ganze Steuerung, alles ist weg. Das ist ja fiese, ey. Dass man das jetzt alles nochmal einsammeln muss, ist schon gemein. Vor allem... Oh, scheiße! Komm zurück, ich will das da... Oh, nein, ey. Oh, das gibt's nicht. Shit! Ah, verdammt. So ein geiler Sound. Tja, Game Over. Na schön. Bin ich nicht mal in der Highscore? Oder wie ist das hier? Topscores. Naja. Nee, eintragen kann ich mich nicht. Dazu fehlt einfach zu viel. Ja, ich würde sagen, damit beende ich diese Runde Floppy Discovery. Discovery. Wir haben zwei nette Games zumindest mal angezockt. The Space for Wiz Tips. So, Wiggle Joystick to Select. Trust Double Wizard Whispray. Was man damit macht, weiß ich allerdings nicht. Cat Spray, Cat Antigraph, Beam Glazers Shield. G-Lasers? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Spiel. Eben, Maniac Mansion, muss man nicht viel zu sagen. Eins der besten Adventures überhaupt. Was passiert hier gerade? Weg ist er. Naja, gut. Also das Bild ist schon mal weg. Und ich bin es jetzt dann auch gleich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Ausprobieren. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, zock mal wieder. Ey, was ist hier los? Mit Tomaniac. Bleibt mir treu. Empfehlt mich weiter. Ciao, ihr Lieben.